Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thief, Deadly Shadows, der dritten Reihe der Thief-Reihe. Wir sind immer noch in dieser Burg, kann ich dazu sagen, und sind auf der Suche nach dem Opal, beziehungsweise haben wir seinen Standort schon ermitteln können. Aber leider versperrt uns ein Fallgitter den Weg und wir müssen in Lord Embers Zimmer vorstoßen und sind doch schon ziemlich weit jetzt in den inneren Gemächern. Okay, da kommt jemand schon mal. Ich rüste mal den Knüppel aus. Wir folgen ihm mal ganz leise. Mist, ich komme nicht ran. Ich komme an den irgendwie nicht ran. Ich kann ihn nicht erschlagen. Who's hit me? Are you kidding me? You there. You'll have to hit harder. Ja, verdammte Scheiße. Too much for to me. Someone quickly. Ja, das war ja mal nicht so super. Scheiße. Wir haben fast unsere ganze Gesundheit verloren. Ich konnte ihn einfach mit dem Knüppel nicht treffen, weil was ist denn jetzt verkehrt gelaufen? So, dann werfen wir mal hier hin. Wie kann ich denn jetzt den Gesundheitstrank nehmen? Wir hatten ja in der letzten Folge sowas gefunden. Da nehme ich mal Ausrüstung. Okay. Können wir den anscheinend mit R nehmen oder mit. Wie war das wohl mit I? Ah, mit I konnte man den nehmen, gut. Verdammt, das war absolut nicht geplant gewesen. Und hier ist eine. Wieder so eine Gaslaterne, die mir überhaupt nicht gefällt. Was ist das denn hier? Können wir einen Knopf drücken? Ich weiß aber nicht, was denn passieren wird. Oh! Scheiße! Das Ding ist ein bisschen laut. Oh! Schnell raus! Das war von dem Scheißding noch zerquetscht werden. Okay. Wir fahren damit mal hoch. Ich denke, wenn da oben jemand gewesen ist, der gar nicht gehört, was hier los ist. Das ist hier so ein Fahrstuhl, das ist ja richtig cool. Und hier können wir uns quasi im Innenhof einmal umschauen. Oh. Liegt da noch etwas, was hier stehen können? Was ist das denn hier? Ein Brot. Kann man das essen? Scheint nicht. War vielleicht ein bisschen auffällig. Verdammt. Da hinten noch hin. Da geht es in irgendeinen Turm. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen.
Aber vorher wird natürlich abgespeichert und kurz die Aufnahme beendet. Bis gleich. Okay, Leute, ihr habt nichts verpasst. Da ist nur die Vorderseite des Schlosses. Also haben wir schon mal unseren Fluchtweg quasi erkundet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt dort hinein, wo dieser Typ war. Ich hoffe, wir kommen da ungeschoren hinein. Die Tür ist geöffnet. Okay, da hinten sehe ich einen Schatten. Da läuft doch einer mit einer Fackel. Scheiße. Fackeln sind natürlich. Boah, der kommt gefährlich nah gerade. Okay. Fackelmänner sind natürlich sehr. Lady Elizabeth is a proper lady. She attended Lady Pollock's school for young ladies, and she can write in both ancient Brillian and modern Prinkish. Well, I guess that's something. Your Lord Ember's knowledge of the world is limited to the names of his ancestors and equine diseases of the mouth. I don't like the way she looks at me, like I've been sneaking about or something. Well, you are a bit unkempt. It's them stairs. She has me up there 5 times a night, changing the torches. Oh, indeed. I shall inform the lady of your displeasure. Don't you dare. Ah! I better go get some help here. Ha ha! Scheiße! Okay. Tut mir leid, da müssen wir leider laden. Ach, das habe ich verkackt. Don't you dare. Okay, hier sind wir wieder. Zum Glück haben wir 100.000 Leben. Der Typ ist nach oben gegangen und sie schaut jetzt da lang. Scheiße. Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, ich muss sie bewusstlos schlagen. Mir leid, Kleine. Sounded almost like. Es hat sich nach nichts angehört. Nach absolut nichts. Okay, die Fackel da schieße ich mal lieber aus mit einem Wasserpfeil. Der wird irgendwie noch auf der Treppe rumlatschen, der Typ. Da ist er. Ah ja, patrouilliert quasi auf der Treppe. Oh, nice, dass hier gerade ein Auto vorbeifährt. Kann ich mich hier an die Wand drücken? Nee, anscheinend nicht. Okay, ich muss also warten. Ich würde es mit einem Knüppel versuchen. Mich quasi hier reinstellen. Und auf den Typen warten und ihn nennen. Yes, sir. I hope Julian comes back soon. Oh. Ich hoffe, der kommt hier jetzt nicht lang. Aber wir sind eigentlich gut versteckt. Er hat eine Fackel, dann sind wir am Arsch. Ich frage mich, wo der Typ jetzt von oben bleibt. Okay, ich muss jetzt nachschauen. Ich möchte nicht nur länger hier warten. Denn die Nacht ist nicht mehr allzu jung. Zur Not muss ich ihn wohl töten, wenn es nicht anders geht.
Aber ich hoffe, so weit wird es nicht kommen. Da ist er. Gucken uns hier mal kurz um. Mann, ist das hier wieder dunkel. Da ist eine Tür. Okay, ich werde den Typen hier erstmal reinschleppen. Und hoffen, dass er nicht allzu früh aufwacht. Oh ja. Kann ich ja nirgendwo hinschmeißen hier. Okay, dann. Wie AA? Alter, schmeiß den jetzt hin. Danke. Okay, sind wir doch noch losgeworden. Mal sehen, was hinter dieser Tür ist. Ah, da ist ein Schloss. Aber das sind auch die Gemächer von dem Mann. Na? Ah, jetzt. Oder geht es hier bloß noch höher? Okay, zwei Seiten. Gehen wir die dunkle Seite entlang. Ja, toll, da oben ist auch irgendwie Licht. Ja, vorsichtshalber mal. Fackel löschend. Okay, es scheint hier nur hoch zu gehen. Das sieht doch ganz nach Schlafgemach aus hier, oder? Es liegt aber keiner im Bett. Nein, nicht umfallen. Shit. Aber ein Zettel. Liebste Lizzie. Darf ich euch noch immer so nennen? So nannte ich euch schon als Kind. Ich schreibe, weil ich euch um eine Tinktur für unsere arme Cleef bitten muss. Der Unglückliche sieht dahin. Er sitzt nur noch regungslos da, sagt kaum ein Wort und starrt ohne Unterlass auf ein Mitbringsel von seiner letzten Reise. Die Ärzte wissen keinen Rat mehr. Ich befürchte das Schlimmste. Es fällt mir schwer, euch um Hilfe zu bitten. Wenn ihr selbst nicht dazu bereit seid, dann tut es bitte für Lord Ember, Cleefs treuen Freund, euren Verlobten. Oder tut es für eure liebe Mutter, an die ich auch heute noch gerne zurückdenke. Hochachtungsvoll, Lady Eleanor Warwick. Scheiße. Nicht gleich schreiben können, dass es eine Frau ist. Anscheinend ist das das falsche Zimmer, oder was? Ach, Kacke, wir müssen quasi hier vorbei und dann... Wir sind hier also. Okay, okay. Aber hier gibt es ja noch einiges zu holen, habe ich gesehen. Persönliche Vorräte, Arsen, Atropin, Belladonna, abgestanden. Cyanid, oh, ist immer gut, Cyanid im Haus zu haben. Schierling ist auch mal gut und Stechapfel natürlich auch. Ich glaube, die mixt hier einige Gifte. Make sure I wash my hands when I get out of here. Oh ja. Lady Elizabeth Tagebuch, Seite 52. Ich bin im Haus nicht mehr sicher. Mein Spitze hat mir erzählt, dass Julian seine blutige Rückkehr plant. Ich verbringe die Abende in der Stadt, um genau das zu verhindern. Außerdem trage ich stets meine vergiftete Klinge bei mir. Wenn nötig, kann ich im Nu fliehen, dank des kleinen Schatzes, den ich in der Rüstkammer entdeckt habe. Aber zuerst muss ich diese Scheinehe mit einem Scheingemahl eingehen. Es ist mir egal, welchen von beiden ich heirate. Sie vertragen beide kein Arsen. Ember hat mich heute schon wieder
berührt. Und zwar nur mit der Hand, aber das war schon schrecklich genug. Der Brief von Lady Warwick ist interessant. Amber scheint wirklich zu leiden. Er muss zusehen, wie sein einziger Freund langsam dahin sieht. Das ist besser als jedes Gift, das ich ihm verabreichen könnte. Okay. Scheint eine sehr sympathische Frau zu sein. Kann man auch bloß hin und her werfen, die Kacke hier. Und auf dem Bett ist sonst nichts mehr. Haben wir ja Glück, dass die Dame nicht da ist. Hier ist sogar noch ein Trüchen, was wir gleich mal knacken werden. Na, komm schon. Und das letzte Ritzel noch. Da haben wir es geschafft. So, Truhe auf. Muss natürlich aufstehen. Oh, was haben wir da? Ein vergoldeter Helm und wir haben eine Aufgabe erledigt. Spezielle... Das wollte ich nicht. Ah, ach ja, wenn man I drückt. Ich habe mich gewundert, weil er nichts gemacht hat und das hat so geklickt. Das wollte ich nicht drücken. Ich wollte die Aufgaben... Welche Aufgaben wir eigentlich erledigt haben? Finden Sie heraus, bla bla bla, brechen Sie das Schloss ein. Ah, hier finden Sie mindestens ein spezielles Beutestück. Ah, hier ist gefunden. Und wir brauchen noch 13%. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich überall suchen soll. Ich meine, so viel haben wir jetzt gar nicht mehr. Ich meine, hier können wir uns jetzt frei bewegen. Ob es hier eventuell... Schade, ich dachte, da können wir jetzt irgendwas aktivieren. Mehr scheint es nicht zu geben, vielleicht aber noch unterm Bett kann man nicht schauen, ob sie da irgendwas versteckt hat. Naja, so ein vergoldeter Helm. Soll er auch erstmal reichen. Nach Tür zu. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg in Ambers Zimmer. Ob der Typ da ist? Wenn nicht, müssen wir den ordentlich an überzwiebeln. Die speichern mal kurz zwischen. Und da ist ja noch eine Wache. Die wir ausschalten müssen. Wake up there, imbecile. Yes, sir. Ah, das scheint da wohl der Amber zu sein. Ich frage mich, wo er so lang geht. Vor allem, wo er jetzt hin ist. Komm zurück. Scheint jetzt auf der Brücke zu spazieren. Oder auch nicht. Okay, ich würde jetzt lieber einen sicheren Weg nehmen. Ich würde erstmal die Wache ausschalten. Und diese dann ganz schnell fortschaffen. Und dann diesen Typen da erstmal ausschalten. Okay, schnell, schnell, schnell. Boah. Haben wir geschafft. Den packen wir mal zu dem Mädel. So, und jetzt dieser andere Typ. Ich weiß nicht, ob das der Lord ist. Und da hätte ich auch gleich machen können. Lass mir hier die Fackel ausmachen. So. Das ist doch gleich viel angenehmer. Und da sehe ich doch eine Ratte. Eine Kerze.
gleich mal auspusten werden. Oder ausgepustet haben. So, da geht's. Oh my goodness. A rat. It could be diseased. Hey! I'm going to get help. Du wirst keine Hilfe finden. Tut mir leid, den müssen wir jetzt so fertig machen. Muss er hin? Hä? Hey, what do you think you're doing? Bleib hier. Du sollst hier bleiben, Mann. Tut mir leid, ich muss ihn, glaube ich, erschießen. Keep away! Keep away! Damn your eyes! Es tut mir leid, aber wärst du stehen geblieben, hättest du mir den Schlüssel gegeben, hätte das nicht so enden müssen. Ich hätte ihn nur einfach mit einem Knüppel an ihn überziehen können, aber... Wir sind ein Meisterdieb. Wir haben eigentlich kein Gewissen. Aber ich habe ein Gewissen. Nein, wir haben kein Gewissen. Okay, wir haben kein Gewissen. Habe ich gerade beschlossen. Aus damit. Dass die Leute, die hier angeblich schlafen, alle weg sind. Und da noch einen weiteren Schlüssel. Okay. Was ist denn eigentlich da mit dem Buch? Ach, nichts. Können wir auch nichts machen, mit dem Feuer auch nicht, mit dem Kamin. Dann untersuchen wir hier mal weiter. Lord Embers Tagebuch. Was zählt ist der Opal. In Julian wird von nichts zurückschrecken. Um ihn an sich zu bringen. Ich muss höllisch aufpassen, aber selbst wenn er die Wachen besticht, an den neuen Fallgattern kommt er nicht vorbei. Nur ich weiß, wo der Schalter ist. Hier, an meinem Schreibtisch. Hier bin ich sicher. Dieses Schloss ist eine einzige Verschwörung. Wäre da nicht meine geliebte Elizabeth, die ihn auch betrogen und belogen hat. Ich hätte längst den Verstand verloren. Selbst das Porträt von Mortimer, dem Mannischen, starrt auf mich herab, als wäre ich des Opals nicht würdig. In diese Augen. Für mich war Arlek der größte der alten Meister. Ich sollte es besser schützen. Es ist mir wert, als alle anderen Gegenstände, als alle anderen Gemälde zusammen. Cool. Diese Ruhe, seit Lord Warwicks Tod, kann ich niemandem vertrauen. Was lese ich denn hier? Diese Ruhe, seit Lord Warwicks Tod, kann ich mich niemandem anvertrauen. Mein einziger Freund, warum bist du gestorben? Dieser verfluchte Stein. Ich bin sicher, dass bei seinem Tod Hexerei im Spiel war. Ich höre. Haben sie den Stein mit dem Wildstorm-Museum gestiftet? Und dort ist er gut aufgehoben. Okay. Wir sind quasi vor seinen Gemächern. Und an seinem Schreibtisch ist anscheinend
Hier wird neue Aufgabe. Ist anscheinend der Schalter hier irgendwo. Oder bin ich denn verrückt? Another medallion. Wonder if anyone will pay more for a matched set. Ich denke schon, dass sie im Set im Mehrwert sind. Habe ich beinahe übersehen hier. Moment mal, ich muss mich kurz orientieren. Von hier kamen wir rein. Mal hier. Hier ist noch eine Truhe. Die machen wir auch mal auf. So. Wow, hier haben wir jetzt richtig einen Edelstein gefunden. Geht es hier noch weiter? Waren es vielleicht nicht die Schlafgemächer des Typen? Anscheinend doch. Da muss ich nochmal kurz gucken. Aufgaben. Finden und aktivieren Sie den Geheimschalter in Lord Ambers Zimmer, um das Fallgitter vor der Schatzkammer zu öffnen. Okay. Ich sehe hier irgendwo. Hier ist er auch nicht. Der hat doch was gesagt von seinen... bla bla bla. Der Schalter ist hier an meinem Schreibtisch. Hier bin ich sicher. Ach, nicht das Buch. Der den hier oder was? Oder meinte der den Schreibtisch dort? Das sieht nach Schalter aus, aber irgendwie... Genau, Stuhl hier mal weg hier. Entweder bin ich blind oder ziemlich blöd. Das Buch können wir auch nicht wegschlagen irgendwie. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich habe ja schon eine sehr lange Folge hier gerade vollbracht quasi. Und ich hoffe, wir werden ihn dann finden und sage bis bald, wenn es wieder heißt Let's Play Thief, Deadly Shadows.